Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer brandneuen Folge von WWE Supercard. Und ihr seht es hier oben schon an dem kleinen Symbol, die WrestleMania 36 Stufe ist da. Und ich bin sehr froh, dass ich euch das Video so früh schon zeigen konnte, denn die Wartungsarbeiten haben echt nicht so lange gedauert. Freut mich auf jeden Fall. Und was wir gleich alles machen werden, wir werden massenweise Ticketpacks öffnen. In der Hoffnung, ein bisschen was von WrestleMania 36 abzugreifen. Wir holen uns unseren Freebie ab. Wir gucken uns hier in der Fusion die letzte Fusion gemeinsam an. Eine haben wir nämlich noch im Köcher, bevor dann hier diese Spezialfusion starten kann. Wir gehen aber als allererstes, und wir kümmern uns natürlich auch um die erste Eventkarte hier. Edge, der gute Edge. Völlig zu Recht bekommt er eine Eventkarte. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Eventkarte ist. Ich habe noch nicht drauf geklickt. Machen wir gleich. Und Cat Daddy überrascht mich ein bisschen. Denn ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Edge safe beim Last Man Standing Event kommt, um mal so richtig Cash von den Leuten zu grabben. Haben sie nicht gemacht. Sehr überraschend im Giants Unleashed. Die nächste müsste ja dann Road to Glory sein. Oder kriegen wir ein ganz neues Event? Das war ja auch irgendwie angekündigt. Ja, keine Ahnung. Werden wir uns einfach mal überraschen lassen müssen. Aber wir gucken mal auf die zurückliegende Woche. Die war auch ganz spannend. Wir haben nämlich das nächste Road to Voyage to WrestleMania 36. Ich muss mich an 36 gewöhnen. Das Ziel erreicht. Und es ging ja, es stand alles im Zeichen von Daniel Bryan. Hier ist er auch als Pro, der Gute. Ich mag das Bild irgendwie nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, es gab ja den dritten Daniel Bryan. Zum allerersten Mal eine Eventkarte, die ihr eine Stufe höher bringen konntet. Und mich würde interessieren, weil ich habe keine dritte Karte gespielt. Wenn ihr es gespielt habt und Heroic auf allen drei Karten habt, wird dann euer Daniel Bryan ein, keine Ahnung, Platin-Heroic oder so? Also irgendwas Besonderes müsste es ja sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Platin-Upgrade in der zweiten Ring Domination gab. Aber ich kann mich auch täuschen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn sie sich da ein bisschen was überlegt hätten. Ansonsten wirkt das eher wie, oh, wir müssen uns jetzt noch schnell was ausdenken, weil die haben das vierte Ziel erreicht. Ja, Silber-Heroic, Gold-Heroic, Platin-Heroic würde ja passen. Ihr seht, bei mir ist er einfach nur ein Pro. Das reicht auch vollkommen, hat auch gereicht, um auf die WrestleMania 36 Stufe zu kommen. Aber es ist noch mehr passiert. Wir hatten ja so ein Free Pack. Wo ist es? Genau, hier sehen wir auch schon in den Fusionen mega Glück gehabt mit Hulk Hogan. Einmal in der Fusion, einmal in diesem Aufgabenpack gewesen. Der Gute. Ist also auch Pro, die WrestleMania 3 Spezialkarte. Finde ich geil. Muss ich sagen, haben wir endlich mal Schwein gehabt. Und das heißt, wir hoffen, dass wir entweder natürlich einen dritten Hogan bekommen, den würde ich dann wahrscheinlich sogar nutzen, oder dass wir hier noch mal ein Steamboat bekommen. Das wäre auch ziemlich geil, weil das wäre die zweite spezielle Royal Rumble Karte. Aber ich wollte ja aufs Free Pack hinaus, und da war die gute Ronda Rousey drin, eine Diva. Mega Glück gehabt. In den Events übrigens hatte ich keinen Pull, was etwas schade ist. Denn der wäre normalerweise da gewesen in der Flash Ring Domination. Spätestens in der Flash Road to Glory hätte er kommen müssen. Kam aber nicht. Wieder erwartend. Soll uns aber egal sein. Ronda Rousey, sehr geile Karte, die wir drin hatten. Und in den Fusionen habe ich ehrlich gesagt nicht so die Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall Kofi Kingston da drin, wenn ich mich nicht täusche, in den Fusionen. Aber irgendeine Royal Rumble Karte war auch noch in den Fusionen. Vielleicht habe ich die auch schon gelevelt hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich weiß nur, dass ich noch eine Karte hatte. Es könnte auch Adam Cole gewesen sein, aber egal. Ist auch nicht so wichtig. Die wichtige Karte war Ronda Rousey. Diesel hier unten haben wir uns im Team-Event geschnappt. Gerne in die Kommentare, was ihr so alles euch geholt habt. Dann hatten wir Ali. Weiß ich gar nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe, die Fusion. Die normale Fusion und Nia Jax. Jetzt haben wir Chelsea Green und Nia Jax. Das heißt, wenn die nächste Fusion eine Diva ist, wird die auf jeden Fall geprot. Wir sind ja bei den Diven so weit zurück. Ich kann ja mal ganz kurz auf unser Top 8 Deck hier gehen. Oh, Ladder Belohnung natürlich wegen dem Stufenaufstieg. Hier sehen wir, das sind Vorreiter-Diven. Eine Vorreiter-Fusions-Diva muss sich schon proen mit Asuka. Und Rhea Ripley, das sind meine beiden stärksten Diven. Keine
Royal Rumble Pro Diva auf der kompletten Deckstufe bekommen. Sowieso habe ich nur aus dem Freepack Ronda Rousey bekommen und aus dem Event Shayna Baszler. Also es läuft überhaupt nicht, was Diven angeht. Kein einziger Pull von den Diven und ich weiß gar nicht, ob ich eine Vorreiter-Diva gepullt habe. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das auch alles mit Events zusammenhängt. Vielleicht habe ich eine Rhea Ripley oder so irgendwie bekommen. Aber ganz schrecklich, wie es gerade mit den Diven so läuft. Wir holen uns mal kurz die Leather-Belohnung ab. Das macht mich verrückt, wenn da so ein Ausrufezeichen ist. Kann ich gar nicht haben. So, wie viel gibt's? 500 Credits wahrscheinlich. Dankeschön. Die nehme ich gerne mit. Warum auch nicht? 500 Credits, das ist schon ein schöner Batzen. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns auf, mit einem War-Spiel unseren Freebie abzuholen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass es entweder echt mal eine gute Karte ist, keine Ahnung, eine von den besseren auf jeden Fall, oder eine Diva. Eine Diva wäre mir am allerliebsten, weil Diven, aller Schwede, ich brauche sowas von krass Diven. Und jetzt haben wir hier Josh. Ah, haben wir auch noch so einen echten Gegner bekommen, ne? Oh, der dauert dann wieder. Oh, ich hasse es, gegen echte Spieler zu spielen. Es ist so nervig. So, weg damit. Wir haben einige Picks, wir werden also nicht nochmal spielen müssen. Und wir werden jetzt den Freeweg bekommen. Meine Güte, dass man sich so aufregen muss am Abend noch. Muss ja nicht sein. So, wann kommt der Freebie? Und bitte lass was Gutes sein. Bitte. So. Na, wahrscheinlich ist es die letzte Karte. Oh, oder ist es diese Karte? Ah, es ist die. Und wir bekommen... Oh, Johnny Gargano, mega geil. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie stark die Karte ist. Muss ich zugeben. Woher auch? Man kennt ja die ganzen Stats noch nicht. Ich bin jetzt kein großer Johnny Gargano-Fan. Ich finde den mega langweilig. Und ja, er hat geile Matches gemacht, besonders gegen Tommaso Ciampa. Die Matches finde ich auch geil, haben auch Spaß gemacht anzugucken. Aber ich finde, Johnny Gargano als Typ ist mega langweilig. Kannst auch eine weiße Tapete dahinstellen zum Wrestlen. Aber gut. Es ist Johnny Gargano. Ich finde es trotzdem ein bisschen enttäuschend. Kein geiler Freebie leider. Für manch anderen ist es vielleicht ein geiler Freebie, mag sein. Für mich ist es einfach sehr, sehr langweilig, der Typ. Keine spektakuläre Karte. Dazu noch eine Karte, die geleakt wurde oder von Cat Daddy gezeigt wurde. Also auch kein Überraschungseffekt. Ich finde es ganz cool, das Kartendesign. Ja, wir hatten auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Karten vom Design her. Und ich finde es auch cool, dass sie so ein bisschen hin und her schwanken, die Bilder. Dass so diese Bootsfahrt simuliert wird. Haben sie sich ein paar Gedanken gemacht, haben sich auch mal ein bisschen Mühe gegeben. Finde ich ganz cool, aber der Freebie war scheiße. Der Freebie war scheiße, vor allem, weil ich jetzt extrem Diven fixiert bin, weil ich unbedingt Diven brauche. Oh, Netzwerk ist auf jeden Fall am Start. Haben die das auch runtergefahren hier? Wegen dieser Scheißkrise. Ich bin ja übrigens mal sehr gespannt. Bald kommt Final Fantasy VII raus. Resident Evil 3. In einen Laden kann man ja nicht gehen und sich das kaufen. Das heißt, jeder muss sich das runterladen. Außer irgendwelche Glückspilze, die es doch irgendwie bekommen haben. Bin ich sehr gespannt, wie lange es denn dauern möge, Final Fantasy runterzuladen. Resident Evil geht vielleicht noch, aber Final Fantasy soll ja auf 2 oder 3 Blu-rays kommen. Also, das wird ein großes Spiel. Und es wird einige Stunden, wenn nicht Tage dauern, das runterzuladen, weil PlayStation schon angekündigt hat, dass sie ihr PlayStation Network die Download-Geschwindigkeit drosseln wollen. Haben sich natürlich den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, das vor diesen fetten Releases zu machen. Aber gut, vielleicht kann ich ja irgendwie so ein Preload starten, während ich arbeite oder so. Boah, das Netzwerk nervt ja richtig gerade. Wir können doch auch gar nicht so viele Karten ziehen. Wir müssten eigentlich bald voll sein, weil ich würde gerne meine Ticketpacks öffnen und mich dann wieder darüber aufregen, dass ich nichts bekomme, weil so wie es halt immer ist. Aber eine WrestleMania-Karte, damit müsste ich ja schon zufrieden sein. Bin ich ehrlich gesagt auch. Ich weiß, dass aus sicherer Quelle, ich glaube, es war in der Royal Rumble-Stufe, dass einige, keine Ahnung, haben sich 5 Ticketpacks gekauft und 4 Royal Rumble Karten drin gehabt, während ich mit einer oder so da rausgegangen bin.
Komm, bitte sei voll. Dankeschön. Kein Bock mehr zu ziehen. Johnny Gargano werden wir jetzt aber natürlich festmachen. Wir sind ja nicht komplett lebensmüde. So, gucken wir nochmal das Design. Ist echt schick. Ist echt schick, wobei ich wieder sagen muss, die Fan-Designs, die man auf Twitter ab und zu sieht, die sind einfach eine Spur geiler. Die sehen einfach nochmal eine ganze Ecke geiler aus als die offiziellen. Wobei, das ist schon wirklich gut. Das ist ein gutes Design. Trotzdem stinkt es ab gegen alles, was die Fans so machen. Aber ich glaube, wir gucken uns zuerst die Giant Unleashed hier, die Eventkarte von Edge an. Oder? Ja, wir gucken mal. Vielleicht ist es auch keine Eventkarte, aber es müsste eine sein. Spring raus. Ja, das ist die Eventkarte. Und ich muss sagen, die gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als die normalen Karten. Sieht geil aus. Und Edge passt halt auch, ne? Das passt ja super gut, das Bild. Ganz im Gegensatz zu Daniel Bryan, was mir gar nicht gefallen hat. Aber hier Edge, meine Fresse, es passt super gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einen blauen Schimmer hat, das Bild. So, dass man es nicht auf jeder anderen Karte nutzen kann. Ah, mal abwarten. Aber vom Design her gefällt mir das ja hier um Welten besser. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das passt. Gucken wir auch mal auf die Belohnung, wie es denn so aussieht. So, da haben wir auf jeden Fall den guten Miz als Undercard. Ist keine schlechte Undercard. Andre the Giant. Boah, ich glaube, den habe ich nicht. Der bringt mir also auch nichts. Leider keine Diva dabei. Und was ist eigentlich mit der Eventkarte? Wie viele Punkte brauche ich für die Eventkarte? Warum wird das nicht gezeigt? Stimmt hier irgendwas nicht? Normalerweise müsste doch Edge hier irgendwo sein. Also müsste das nicht sogar Edge sein von den Punkten her? Was ist das? Ich glaube, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Das wird vielleicht noch angepasst. Also Edge fehlt ja. Keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch. Ich kann mir das nie merken. Soll uns aber erstmal egal sein. Wir haben irgendwas hier geschafft. Nehmen wir noch mit. Ein Pack wird es uns nicht mehr bringen. Was denn jetzt noch? Komisch. Naja, soll uns egal sein. Wir machen jetzt schön Ticket-Packs auf. Da habe ich nämlich Bock drauf. Müsste ja auch WrestleMania 36 drin sein, ja. Oder zumindest kann WrestleMania 36 drin sein. Was ein bisschen blöd ist, dass nur männliche Royal Rumble-Karten drin sein können. Als zweites. Finde ich doof. Ich hätte viel lieber weibliche Royal Rumble-Karten. Aber gut, wir hauen alle Tickets raus. Warum großartig abwarten? Wir öffnen den Case und bekommen erstmal nichts. Und so wird das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit aussehen. Aber es bringt uns sehr, sehr viel zum Wegtrainieren. Das kann ja auch positiv sein. So, bis jetzt ist das natürlich kompletter Quatsch. Leider auch die Vorreiter-Diven bringen mich nicht weiter. Ja, ich habe die ganze Zeit angespart. Mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Vielleicht. Ja, weiß man nicht. Ist das jetzt, könnte das eine Diva sein? Oder ist es die, wo es eine männliche sein kann? Ah, schwierig. So, wir gucken mal, was es ist. Und es ist Kushida. Den habe ich tatsächlich nicht hier. Der mit seiner coolen Space-Brille. Habe ich nicht. Bin ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so scharf drauf. Aber ist ganz witzig. Aber witzig wollen wir nicht. Oh, WrestleMania 36. Geil. Geil, so früh, wir haben noch einige Packs zu öffnen, vielleicht haben wir diesmal mehr als nur eine Karte drin, aber die ist schon mal ziemlich geil und es ist Bailey, dankeschön, dankeschön, danke, eine Diva, holy shit, die wird mir sowas von viel bringen, oh mein Gott, Bailey. Ich bin kein großer Fan von Bailey, aber sie ist eine Diva und alleine das zählt. Außerdem sieht das Bild cool aus. Ja, passt ganz gut. Gefällt mir. Ich werde natürlich einen Teufel tun und über eine WrestleMania 36 Karte meckern. Und wenn es der letzte Scheiß gewesen wäre, hätte ich mich trotzdem gefreut. Aber über Bailey freue ich mich natürlich extrem. Endlich eine Diva, die mich auf Anhieb direkt vorantreibt. Aber wir gucken fleißig weiter. Die nächste Royal Rumble Karte. Big E. Haben wir Big E? Ich weiß es nicht.
Aber ist eine coole Karte. Fleißig weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu öffnen. Komm, irgendwas Geiles muss ich noch drin haben. Oh mein Gott, schon wieder WrestleMania. Haben wir tatsächlich mal ein Opening, wo wir richtig Glück haben? Also zwei WrestleMania 36 Karten hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Dazu noch Royal Rumble, Braun Strowman. Wäre Pro, oder was heißt wäre? Ich werde ihn wahrscheinlich sogar noch prone, weil er mir tatsächlich was bringt. Und WrestleMania 36 ist... Boah, Roman Reigns, fette Karte. Richtig fette Karte, mit Sicherheit eine der stärksten Karten. Bild werde ich natürlich mal ausprobieren, wie das mit den anderen Bildern so aussieht, wenn die auch so schunkeln. Bild gefällt mir aber übelst gut. Und ja, absolut geil. Zufrieden, direkt festmachen und weiterziehen, würde ich mal sagen. Gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ihr habt bestimmt auch einige Tickets angesammelt, so wie ich euch kenne. Und habt auch mit Sicherheit etwas Luck dabei. Ah, das war nicht so geil. Obwohl Sting, ja, Sting entschädigt immer ein bisschen. Oh, Shiner, sogar eine Diva auf Royal Rumble. Bringt mir erstmal nichts. Aber ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Jede Pro-Diva auf der Royal Rumble-Stufe bringt mich auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke nach vorne. Wir bedenken, wir haben nur Vorreiter-Diven. Das ist ja nicht so geil. Weiter geht's. Okay, da haben wir mal Quatsch drin. Das können wir einfach so wegklicken. Aber ein paar Päckchen haben wir noch. Ah, ich hoffe, dass das vielleicht eine Diva sein kann. Oh, Diesel. Immerhin Pro. Immerhin der nächste Pro. Nehmen wir natürlich gerne mit. Machen wir auch sofort fest. Weiß gar nicht, ob ich Shiner festgemacht habe. Aber Diesel ist cool. Eine der geilsten Royal Rumble Karten, finde ich. Auf der Stufe. So, weiter geht es. Ja, der Undertaker, das ist jetzt eher kein geiles Pack gewesen. So, wir können noch drei aufmachen. Und dann tun wir das auch. Na, vielleicht ein Diva. Nee, Scott Dawson, der interessiert uns leider auch nicht. Zwei Packs gehen noch, Leute. Zwei Packs gehen noch. Na. Ah, leider. Jetzt haben wir eine Pechsträhne. Jetzt kommt wirklich viel Quatsch. Das letzte Ticketpack. Und es ist... Na, vielleicht nochmal die Chance. Vielleicht nochmal die Chance auf eine Diva. Nee, es ist Kane. Und der ist, glaube ich, schon Pro. Oder wird jetzt Pro. Eins von beiden. Also einmal haben wir ihn auf jeden Fall. Es war okay. Es war okay, wir haben zwei WrestleMania-Karten drin gehabt. Hätte ich ja alleine schon nicht mit gerechnet. Roman Reigns, ich will mal einmal ganz kurz, ich wechsle das Bild natürlich dann wieder, aber einmal kurz gucken, wie so ein anderes Bild aussieht. Jetzt dauert das mit dem Laden ein bisschen länger. Komm, wir nehmen hier irgendeins, keine Ahnung, hier. Ja, das sieht auch geil aus. Das sieht sogar tatsächlich ganz geil aus auf dem. Aber es würde ja so ein bisschen bläulich passen, oder? Haben wir nicht irgendwas? Hier, sowas? Nee, das passt nicht so geil. Oder ist jetzt nicht so das Blaue, was ich meine? Moment, wir haben ja hier Roman Reigns hier. Das müsste doch gut passen. Ah, geht so. Geht so. Der blaue Schimmer, natürlich, das passt schon. Aber, na... Ah. Da kann man rumprobieren. Bei Roman Reigns gibt es ja etliche viele. Wir lassen erstmal das Originalbild drauf. Ja, ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden. Mein Freebie war ein bisschen kacke, aber der Rest war vollkommen in Ordnung. Wir gucken nochmal ganz kurz bei Royal Rumble, ob ich Shiner festgemacht habe. Ich will nicht, dass da irgendwas passiert. Ja, Shiner ist fest. Scott Dawson, den können wir auch festmachen. Nicht, dass der aus Versehen... Hallo? Nicht, dass der aus Versehen wegtrainiert wird. Das wäre äußerst schade. Und gut, da kommen natürlich auch noch hier die Fusionen dazu. Apropos Fusion, ich habe es nicht vergessen. Wir gucken uns jetzt auch noch an, welche Fusion wir hier drin hatten. Wollen wir ja hier keinem unterschlagen. Und welche ist es? Was ist es? Ah, leider nur eine Vorreiterkarte. Naja, hätte ja was Geiles sein können. Eine coole Fusion werden wir noch bekommen hier übers Wochenende. Ganz geil. Bin ich am Überlegen, ob ich sie erst aufmache, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche Donnerstag. Aber ich glaube, ich mache die einfach so aus. So spektakulär ist die Fusion ja jetzt auch nicht.
Aber ich bin mega zufrieden. Ich freue mich auch auf Giants Unleashed übers Wochenende zu spielen. Ich hoffe, dass ich die Karte bekomme. Je nachdem, wie schwer es ist. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Und ich glaube, das war's soweit. Wir haben nichts mehr zu öffnen. Wir können vielleicht noch in die Shops gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Nee, nicht in die Belohnung, in den Shop. Na, hier hat sich auf jeden Fall nichts getan. Oh, wir könnten... Ich kaufe ja hier eigentlich so gut wie niemals irgendwas. Deswegen könnten wir eigentlich die Scheißdinger hier noch holen, oder? Komm, wir hauen alles raus. 25.000 Packs. 25.000 Punkte. Wollen wir es machen? Haben wir irgendwas zu verlieren? Nein, wir haben sogar die Chance auf Royal Rumble Dieven. Komm, wir hauen es raus. Was soll's? Ich hab's die ganze Zeit angespart. Jetzt hauen wir es raus. Und gucken mal. Och nee. Wen haben wir denn da? Den Stinger, den ich so lange gesucht habe. Übrigens haben wir eine WrestleMania 36 Karte. Feiere ich jetzt schon das Pack. Sting. Natürlich muss da eine WM 36 Karte drin sein, wenn Sting schon dabei ist. Eigentlich wollte ich das Video beenden, aber was soll's. Wir hauen noch ein bisschen was auf den Kopf. Dafür haben wir es auch gesammelt. Triple H ist am Start. Sogar eine Royal Rumble Karte ist noch dabei. Adam Cole. Und jetzt lassen wir uns überraschen. WM 36 ist Bray Wyatt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sicherlich nicht die schlechteste Karte. Und Bobby Fish. Bobby Fish ist uns egal, aber die WM 36, die war schon ziemlich geil. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Und es gibt... wahrscheinlich nur Vorreiter diesmal. Ja, aber ist gar nicht so schlimm. Da können wir alles schön mit aufleveln. Wir hauen jetzt alles auf den Kopf. So, Royal Rumble ist schon mal dabei. Eric Rowan. Royal Rumble ist das höchste. Roman Reigns ist nicht Pro. Also ist Pro. Ich habe ihn noch nicht als Pro. Würde sich wahrscheinlich lohnen zu Proen. Sehr nice. Aber wir machen weiter. Ist egal. Wir machen weiter und bekommen nur Käse. Das ist leider häufig der Fall. Wir hatten beim ersten Pack richtig Glück, dass da eine WM 36 ist. Aber ganz ehrlich, was soll ich mir von den Punkten holen? Was soll ich mir da holen? Hä? Es gibt ja nicht mal eine Royal Rumble Karte. Das höchste ist Vorreiter. Also ganz ehrlich, wir werden jetzt ja wahrscheinlich sowieso eine längere Zeit wieder ansammeln. Und deswegen können wir das raushauen. Was soll's? Was soll's? So, oh, noch ein Stinger. Oh mein Gott, ich hätte die Packs früher ziehen sollen. Da hätte ich den längst. Na, leider alles ziemlich Banane. Na komm, ein Treffer müssen wir doch noch haben, oder? Ist aber auch schade, dass da nicht mal Royal Rumble Karten großartig jetzt drin sind. Vorreiter bis Royal Rumble. Ich meine, die Chance ist ja da, dass Royal Rumble Karten auftauchen. Und nur eine Chance auf eine WM 36 Karte. Und das hat funktioniert. Ah, Royal Rumble. Diva vielleicht. Diva. Nee, hier so Spacken da. Kyle O'Reilly. Kann ich gar nicht gebrauchen. So, nochmal Royal Rumble. Bobby Fish. Jetzt kommen hier die ganzen Leute, die ganzen Jungs von der Undisputed Era. Aber die taugen leider nichts. Nochmal Royal Rumble, come on. King Corbin. Naja. Nicht der Hit. Oh, was? Drei Royal Rumble Karten. Dash Wilder ist ziemlich kacke. Ivar und Kofi Kingston. Leider keine Diven. Es ist unfassbar. Aber drei Royal Rumble Karten. Immerhin. Immerhin. So, dann haben wir... Oh, Ember Moon. Sehr gut. Kein Pro. Natürlich kein Pro, aber eine Diva. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Walter ist ganz cool. Vielleicht sollte ich die auch alle festmachen. Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Egal. Das war's schon. Das war das letzte Pack. Ember Moon. Habe ich nicht drauf geachtet, wie viele Punkte wir haben. Und jetzt heißt es natürlich wieder ansammeln, sparen und ihr wisst schon. So, ist irgendwas passiert bei TBG? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall eine TBG gestartet.
gucken wir uns mal gerade unsere Karten an. Wenn wir schon mal dabei sind. Royal Rumble Kushida, den haben wir gerade gezogen. Oh, Jordan Devlin. Das ist eine geile Karte. Drew McIntyre, Bianca Belair und Becky Lynch. Also ist kein schlechtes Deck, ne? Ist kein schlechtes Deck. Ich glaube, damit könnte ich tatsächlich sowas wie Spaß haben. Wäre ganz cool. Ich wollte aber eigentlich auf die Belohnungen und in den Shop gucken. Wundertüte. Geht nur bis Royal Rumble. Ziemlich lahm. Und der Rest geht nur bis Vorreiter. Boah, ist das schlecht. Also Battle Points werden natürlich weiter gespart. Hä? Ich krieg nur aus dieser Wundertüte vielleicht mit viel Glück eine Royal Rumble Karte. Und für was anderes ist das wieder nicht zu gebrauchen, ey. Das ist doch... Wofür kriegt man... Wofür? Wofür TBG? Naja, wir spielen sie natürlich, weil wir dann die Chance haben auf WrestleMania 36 Karten ab jetzt. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen lahm, was man da im Battle Point Shop kriegt. Ich guck da auch so gut wie nie rein. Aber das war's so mit den Shops. Money in the Bank gibt's sowieso nichts Neues, außer die drei hier. Weiß ich gar nicht, ob wir uns die schon angeguckt haben. Die Karten sehen eigentlich ganz nett aus. Aber ist auch nicht speziell. Also ist okay, sieht gut aus. Passt cool. Ich hätte gerne das Bild übrigens von John Morrison. Das gefällt mir sehr gut. Auch das von The Miz sieht mega stylisch aus. Aber ihr seht's. Ich bin keiner, der großartig Money in the Bank spielt. Ich weiß nicht, wie lange ich schon auf diesem Level von 10.000 hänge. Aber so ist das halt, wenn man es nicht spielt. Das soll's gewesen sein. Ich denke, wir haben eigentlich ein... Boah, 437 Karten. Da muss ich erstmal was wegtrainieren. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Opening hinbekommen. Ein Freebie und drei weitere. Dazu eine Diva, wo ich mega glücklich bin. Zwei relativ gute, starke Karten. Wobei ich Gargano noch nicht einschätzen kann. Können wir mal gucken. 69, 71, 70, 67. Oh, so mega schlecht ist der auch nicht. Gargano. Ah, der ist schon nicht so kacke. Gargano von der Stärke her. Bailey ist natürlich auch nicht schlecht. Tempo, Charisma. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Das ist ein guter Start in die neue Deckstufe. Und das soll es natürlich jetzt auch gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Gerne alles in die Kommentare ballern. Eure Freebies, eure Errungenschaften in den Packs. Wie sind die letzten Wochen die Events so gelaufen mit Daniel Bryan und Co. Ihr wisst Bescheid. Sehr lange Supercard-Ausgabe und die kommt auch noch pünktlich. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rinje hauen. Bis zum nächsten Mal.